Herzlich willkommen im Zimmer 52 im Das Kranzbach. Wir sind hier in einem bayerischen Hotel mitten in den Alpen bei Garmisch-Partenkirchen in der Nähe. Doch es ist ein absolut britisches Hotel. Very British lautet dieses Wochenende, zu dem ich eingeladen bin von dem Hotel. Herzlichen Dank dafür. Und dies ist mein Hotelzimmer. Sehr stylisch, sehr cool, sehr britisch. Ein schöner alter Spiegel, bewusst etwas verblindet sozusagen, wie damals die Spiegel so waren. Uralte Schreibtischlampen, ein wunderschönes großes Bett, ein Bademantel für mich schon mal bereitgelegt für den Wellnessbereich. Dort ist eine schöne große tiefe Couch. Ich sag euch, wenn man sich da reinsetzt, man versinkt. Man mag irgendwie gar nicht mehr wieder rauskommen. Zwei Fenster, die nach draußen gehen, und dort draußen ist der große Parkplatz und schaut mal einfach hin, dieser geniale Blick auf die Alpen. Es ist einfach genial. Könnt ihr das sehen? Die Berge dort hinten, dieses wunderschöne Panorama, es ist einfach herrlich. Ich liebe dieses Alpenland. Dort etwas in Blickrichtung könnt ihr ein kleines Haus sehen. Das gibt euch einen Blick, das ist so ein Pförtnerhäuschen vorne an der Straße. So in etwa sieht auch das ganze Haus von außen aus. Ja, und hier nochmal der Blick über das Bett. Und hier kleiner Flatscreen-Fernseher. Ein paar nette Äpfel, sehr schön, sehr lecker. Dieses kleine Büchlein dort. Das ist ein kleines Geschenk, eine Aufmerksamkeit des Hauses, und zwar ein leeres Notizheft, um sich hier seine eigenen Skizzen, Notizen und so weiter zu machen. Ja, ganz lieben Dank dafür. Bergquellwasser, sehr fein, sehr lecker, werde ich mir gleich ein schönes Glas einschenken. Und dann kommen wir hier zu den netten Kleinigkeiten, den üblichen, wie zum Beispiel eine Minibar mit einer Privat-Cuvée Sekt und ein Privat-Pilz. Hier genügend Schrankräumlichkeiten, Möglichkeiten, was unterzubringen. In meinen Augen ein etwas viel zu kleiner Safe und auch keine Steckdose drin. Also dort kann man nicht Laptop oder Handy aufladen. Ja, und Schrankmöglichkeiten ansonsten groß hier. Das reicht völlig für einen schönen Urlaubsaufenthalt. Was ich euch auch noch unbedingt zeigen möchte, ist das Badezimmer. Auch dieses Stylish British. Hier schaut es euch mal an. Mit dem Spiegel, Föhn und die üblichen netten kleinen Sachen, die man so braucht in einem Badezimmer. Und sehr schön. Keine unbedingte Selbstverständlichkeit, aber doch für ein Wellnesshotel heutzutage schon Standard ist dieser Wellnesskorb mit Badelatschen und Handtuch und so weiter. Und was ich sehr lustig finde, hier an der Dusche die kleine Ente, die Gummiente. Ganz lieben Dank, damit ich nicht so ganz alleine bin hier in diesem schönen großen Zimmer. Die Dusche mit einem wunderschönen großen Duschkopf sieht wie bei mir zu Hause aus mit einem großen Hans-Grohe-Duschkopf. Ich liebe die Dinger. Und hier, interessant übrigens auch, dieses Zimmer ist ganz offensichtlich behindertengerecht. Es ist alles so dermaßen niedrig und hier ist eine rollstuhlfahrerfreundliche Einrichtung an der Toilette. Dieses muss ganz offensichtlich ein behindertenfreundliches Zimmer sein. Auch der Griff an der Tür ist da unten. Also nicht wirklich auf der normalen Höhe. Für mich als etwas längeren Menschen ist das schon ein ungewohnter Griff nach ganz unten, und die Lichtschalter sind einmal unten und nochmal oben. Also schön behindertengerecht, dafür ist das Zimmer groß, es ist ein Holzboden, Parkettboden, also auch allergikerfreundlich. Ja, dies ist der erste Eindruck vom Das Kranzbach bei Kleis bzw. Krün bei Garmisch-Partenkirchen. Danke, ciao, servus.